Video möchte ich euch zeigen, wie man so ein Zierdeckchen häkelt. Und zwar hatte ich ja schon so einen kleinen Untersetzer mal gemacht und es haben ganz viele danach gefragt, dass ich mal so ein mittleres Deckchen zeige. Ich werde auch noch ein größeres machen, das kommt also auch noch. Und für den Anfang habe ich für euch aber diese Größe hier ausgewählt. Und es ist wie dieses Filet-Häkeln, was ihr vielleicht schon kennt, was wie ein Gittermuster aussieht, wo man auch Motive mitmachen kann, wo man zum Beispiel Stäbchen und Luftmaschen macht, wie auch bei meinem Dreieckstuch, das hatte ich mal gezeigt. Das blende ich euch mal hier oben ein, da ist dasselbe Schema, also man füllt Flächen aus und füllt welche nicht aus und da, wo dann Löcher sind, sind nur Luftmaschen und sonst macht man dann Stäbchen. Und das geht aber auch in runder Form. Und es ist wirklich einfach. Ich habe das auch jetzt mit etwas dickerem Garn gemacht, weil ich das sehr schön finde. Ihr könnt natürlich auch Filet-Häkelgarn nehmen, das ganz feine. Aber viele haben auch als Anfänger wirklich noch Schwierigkeiten damit, weil das sehr fein ist und es fällt natürlich auch winzig klein aus. Ich mag dieses dünne Baumwollgarn sehr dafür. Wie das heißt und welches das ist, schreibe ich euch alles unten in die Infobox. Das könnt ihr unter dem Video angucken in Ruhe und ich benutze dafür die 2,0 Häkelnadel, also nicht zu klein. Und was ihr noch braucht, ist natürlich eine Schere und eine Wollnadel zum Vernähen von dem Restfaden, auch hier in der Mitte später. Ja, ich werde das wieder wie für Anfänger erklären, sehr einfach und möglichst ausführlich. Für die Anleitung braucht ihr nicht viel Wolle, also ungefähr, wenn ihr von der Qualität, von der Lauflänge, ich habe jetzt 170 Meter auf 50 Gramm, wenn ihr da so ähnliche Wolle nehmt oder Garn, braucht ihr ungefähr 20 bis 30 Gramm, also noch nicht mal ein Knäuel, die Hälfte würde ich sagen. Und wenn nicht, müsst ihr halt gucken, es fällt natürlich dann größer oder kleiner aus, wenn ihr andere Lauflänge habt. Und zu der Größe wollte ich noch sagen, ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Durchmesser von 23 cm. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid bei den Basissachen, wie zum Beispiel feste Maschen, Stäbchen und so weiter, dann könnt ihr gerne hier oben meine Anfänger-Playlist angucken. Da erkläre ich in den Videos ganz langsam und in Ruhe, wie man Stäbchen und feste Maschen zum Beispiel macht. Und Luftmaschen und da könnt ihr natürlich vorher noch mein Video angucken dazu und dann zurückkommen und hier problemlos mitarbeiten. Wir beginnen mit einer Luftmaschenkette. Macht keinen Fadenring in dem Fall, weil wir müssen das nicht festziehen. Das soll in der Mitte wie hier eben ein Loch bleiben. Deswegen machen wir eine Luftmaschenkette und zwar fangt ihr dazu einfach an mit einem ganz einfachen Anfangsknoten. Den zeige ich natürlich auch in den Anfängervideos ganz langsam. Nehmt euch das auf die Nadel und macht einfach 10 Luftmaschen hintereinander. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das wollen wir dann zu einem Ring verbinden, indem wir in die erste Luftmasche, die wir gemacht haben, hier vorne einstechen. Und eine Kettmasche machen, das heißt den Faden holen und durchziehen und gleich nochmal durch die Schlaufe auf der Nadel auch durchziehen. Dann habt ihr so einen kleinen Ring gebildet. Den Restfaden legt ihr euch einfach parallel zu dem Ring, den überhäkeln wir jetzt automatisch. Und wir beginnen mit 3 Luftmaschen und die zählen dann als erstes Stäbchen mit. Dann stechen wir in die Mitte von diesem Kreis ein und machen in den Kreis hinein 23 ganze Stäbchen. Also einen Überschlag machen, in den Ring einstechen, Faden durchholen, dann 2 Schlaufen abmaschen und 2 Schlaufen abmaschen. Das war das erste und davon macht ihr jetzt insgesamt 23, sodass wir dann, wenn wir die ersten 3 Luftmaschen mitzählen würden als Stäbchen, dass wir dann 24 Stäbchen in diesem Ring drin haben. Wenn ihr dann diese 23 Stäbchen gemacht habt, dann könnt ihr auch hier an eurem Restfaden ganz leicht ziehen
dass ich das leicht verschließe, aber nicht ganz, so dass es einfach nur ordentlicher aussieht. Und dann suchen wir uns die dritte Luftmasche, die wir am Anfang gemacht haben. 1, 2, 3 und stechen dort ein und machen eine Kettmasche, um die Runde zu beenden. Also durchholen und gleich nochmal durchholen. Und dann seht ihr schon, dass das hier offen bleiben muss, weil wir auch einfach ganz viele Stäbchen haben und das sich auch gar nicht richtig zuziehen lassen würde durch die Menge der Stäbchen. Und so bleibt das auch. Und diesen Faden vernähen wir dann am Ende. Dann kommen wir zur zweiten Runde. Die beginnen wieder mit 3 Luftmaschen und die zählen immer mit als ein Ersatzstäbchen. Und wir werden auf genau das, was wir hier jetzt auch hier oben drauf gehäkelt haben, auf dasselbe Stäbchen, das ist das Ersatzstäbchen von unten drunter. Also da, wo diese 3 Luftmaschen rauskommen, genau da werden wir jetzt noch ein zweites Stäbchen hinzufügen. Also einen Überschlag machen, hier unten am Fuß von den 3 Luftmaschen einstechen und noch ein Stäbchen hinzufügen. Dann haben wir also auf unserem ersten Stäbchen, was natürlich ein Ersatzstäbchen ist aus diesen 3 Luftmaschen, haben wir dann jetzt 2 Stäbchen draufgesetzt. Dann machen wir 2 Luftmaschen und werden das nächste Stäbchen überspringen. Also das zweite hier unten von der Vorrunde überspringen wir und stechen in das danach ein, also das dritte Stäbchen der Vorrunde, und machen dort hinein 2 Stäbchen. Und zwar hier oben in den Kopf von einem Stäbchen das erste und noch ein zweites in dieselbe Masche mit rein. Und dann wieder 2 Luftmaschen. Also haben wir jetzt in dem ersten 2 Stäbchen oben, dazwischen haben wir 1 ausgelassen und haben in dem nächsten Stäbchen wieder 2 Stäbchen. Dasselbe wiederholt sich jetzt nur noch, das heißt, das nächste Stäbchen lasst ihr wieder aus und macht erst in das danach oben in den Kopf 2 ganze Stäbchen. Das wiederholt sich jetzt die ganze Runde. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen auslassen und erst in die nächste Masche reingehen und wieder 2 Stäbchen oben drauf setzen. Nochmal 2 Luftmaschen, die nächste Masche auslassen, in die danach einstechen. Hoppla, jetzt habe ich keinen Überschlag gemacht vom vielen Quatschen. Wieder die 2 Stäbchen. Dann wieder 2 Luftmaschen. Die nächste Masche auslassen und in die danach machen wir 2 Stäbchen. Das macht ihr bis zum Ende der Runde so weiter. Und ich zeige euch gleich, wie ihr die Runde abschließt. Am Ende der Runde, ich habe jetzt nochmal 2 Stäbchen gemacht und habe hier unten jetzt nur noch eine Masche übrig. Das ist richtig, das ist die letzte Masche, die bleibt auch dann übrig. Wir machen die 2 Luftmaschen noch und stechen dann, wie gehabt, in die dritte Luftmasche, die wir am Anfang gemacht haben, ein und beenden die Runde wieder mit einer Kettmasche in diese dritte Luftmasche von dem ersten Ersatzstäbchen. Die dritte Runde. Wir fangen wieder an mit 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und zwar wollen wir jetzt zunehmen und wir werden auf jedes Stäbchen immer ein Stäbchen draufsetzen. Das heißt, wir machen einen Überschlag und gehen hier bei dem zweiten Stäbchen der Vorrunde hier oben in die nächste freie Masche einfach rein und setzen auf das wieder ein Stäbchen drauf. Und jetzt machen wir ein Stäbchen in den Zwischenraum unter diesen Luftmaschenbogen, also einen Überschlag. Und dann geht ihr einfach hier unter diese Luftmaschen, also nicht hier oben reinstechen, sondern einfach unten drunter, ganz bequem, und macht da ein Stäbchen rein. Dann haben wir also 3 Stäbchen, wenn wir das erste mitzählen. Ihr macht wieder 2 Luftmaschen, wie gehabt, und macht wieder auf das nächste Stäbchen hier ein Stäbchen obendrauf. Also wir machen jetzt in dieser Runde auf jedes Stäbchen ein Stäbchen.
Dann in den Zwischenraum ein Stäbchen und zwei Luftmaschen. In das nächste Stäbchen also auch ein Stäbchen. Dann kommt der Zwischenraum, da machen wir ein Stäbchen rein. Dann haben wir drei Stück und wir werden jetzt wieder die zwei Luftmaschen, hoppla, machen und wieder auf die nächsten beiden Stäbchen jeweils ein Stäbchen draufsetzen. In den Zwischenraum kommt ein Stäbchen, dann zwei Luftmaschen und wieder auf die nächsten Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Und so macht ihr das jetzt die ganze Zeit weiter. Wieder in den Zwischenraum ein Stäbchen und zwei Luftmaschen. Das wiederholt ihr bis zum Ende der Runde und ich zeige euch gleich, wie ihr die Runde abschließt. Das Ende der Runde. Ich habe jetzt auf die beiden Stäbchen ein Stäbchen, mache in den letzten Zwischenraum vor dem Ende das dritte Stäbchen, zwei Luftmaschen und wie gehabt die Kettmasche in die dritte Luftmasche einstechen, um diese Runde auch zu beenden. Jetzt sieht das Ganze so aus. Jetzt wollen wir die vierte Runde machen und die vierte bis zur achten Runde wiederholt sich immer. Und zwar macht ihr wieder drei Luftmaschen am Anfang. Und es ist genau wie die Runde davor, wie die dritte Runde funktioniert die. Nur, dass immer in dem Zwischenraum immer noch ein Stäbchen hinzukommt. Das heißt, wir setzen immer, wie gehabt, auch in der dritten Runde immer ein Stäbchen auf das Stäbchen und dann immer in den Zwischenraum wieder ein Stäbchen. Also es wird immer ein Stäbchen mehr. Wir hatten ja vorher zwei, dann hatten wir jetzt drei. In der nächsten Runde wären es vier Stäbchen. Ihr macht immer einfach auf die Stäbchen ein Stäbchen und in den Zwischenraum wieder ein Stäbchen und dazwischen die zwei Luftmaschen. Also da ändert sich nichts. Ich zeige euch aber jetzt trotzdem nochmal den Anfang. Wir haben ja die drei Luftmaschen und ihr geht in das nächste Stäbchen und macht ein Stäbchen, in das nächste Stäbchen macht ein Stäbchen. Dann haben wir ja drei und dann kommt der Zwischenraum und da macht ihr ein Stäbchen rein und die zwei Luftmaschen. Also wie vorhin auch, nur dass wir halt mehr Stäbchen bekommen. Dann wieder auf das nächste Stäbchen. Ein Stäbchen. Das danach auch und das dritte auch. In den Zwischenraum ein Stäbchen. Dann zwei Luftmaschen und so weiter. Und am Ende der Runde beendet ihr wieder mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche. Das habe ich ja jetzt schon ganz oft gezeigt und vergesst einfach nur nicht, dass ihr in den Zwischenraum immer noch ein Stäbchen reinmacht und die zwei Luftmaschen dazwischen zum Trennen. Ansonsten immer einfach auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, also ganz einfach. Am Ende der Runde, ich habe hier wieder die zwei Luftmaschen gemacht und dann die Kettmasche in die dritte Luftmasche. Dann kommt die fünfte Runde, wie gesagt, bis zur achten Runde bleibt das gleich. Ich schneide jetzt nur noch mal ganz kurz an, dass ihr wisst, wie es geht, in wieder die drei Luftmaschen am Anfang, in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Drei, vier und in den Zwischenraum ein Stäbchen und die zwei Luftmaschen. Also habt ihr in dieser Runde dann immer fünf Stäbchen und die zwei Luftmaschen. Und dann gleich wieder zur nächsten Runde. Das ist dann Runde 6. So sieht das Ganze aus. Wir haben jetzt diese Dreiecke dadurch jetzt schon gebildet. Und die sechste Runde geht genauso. Ihr beginnt wieder mit den drei Luftmaschen. Und dann gleich ins nächste Stäbchen ein Stäbchen. Und so weiter. Das sind dann insgesamt wieder fünf. Und jetzt das sechste Stäbchen wieder in den Zwischenraum. Zwei Luftmaschen,
Und dann wieder die 5 Stäbchen auf die vorherigen 5. 1, 2, 3, 4 und 5. Und das 6. in den Zwischenraum und die 2 Luftmaschen. So sieht das dann aus. Die 7. Runde geht genau so. Ich zeige nochmal den Anfang. 3 Luftmaschen. Gleich ins nächste Stäbchen ein Stäbchen. Und so weiter. Auf jedes Stäbchen 1. Dann in den Zwischenraum ein Stäbchen und die 2 Luftmaschen. Dann solltet ihr immer eins mehr haben als in der Vorrunde, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Wieder auf das nächste Stäbchen gleich wieder ein Stäbchen und wie gehabt weitermachen. Und jetzt kommt die 8. Runde, wenn ihr das soweit habt, und die wird nochmal genauso zugenommen. Mit den 3 Luftmaschen dann gleich ins erste Stäbchen ein Stäbchen und genauso verfahren wie bisher auch. Das ist jetzt die letzte Runde mit unseren Zunahmen in dieser Art. Und wir haben dann, wenn wir hier auf jedes Stäbchen der Vorrunde 1 draufgesetzt haben, 7 und das 8. ist dann das im Zwischenraum. Dann die 2 Luftmaschen und so weiter. Und nach dieser Runde geht es dann erstmal anders weiter. Ihr macht jetzt erstmal so fertig, auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, in den Zwischenraum ein Stäbchen und die 2 Luftmaschen nicht vergessen. Und beendet die Runde dann auch wieder mit der Kettmasche in die 3. Luftmasche, wie bisher auch. In den Zwischenraum. Und die 2 Luftmaschen. Und ich zeige euch gleich, wie es weitergeht. So, und am Ende dieser Runde solltet ihr dann hier, wie gesagt, die 8 Stäbchen haben. Ich habe mit der Kettmasche in die 3. Luftmasche abgeschlossen. Und an der Stelle geht es jetzt weiter. Und zwar sind wir hier direkt jetzt nach dieser Lücke. Und wir machen jetzt unsere Luftmaschenbögen. Die werden dann wie ein Netzmuster, so wie hier, immer wie so Schindeln übereinander sein. Und die erste Runde von diesem Bogenmuster fangen wir so an, dass wir 5 Luftmaschen machen. Und ihr überspringt jetzt die nächsten beiden Stäbchen. Also die nächste Masche überspringen, die danach. Und stecht in die 3. Masche ein und macht eine feste Masche. Dann habt ihr so einen kleinen Bogen. Dann machen wir 4 Luftmaschen und stechen in das letzte Stäbchen ein vor der Lücke. Das heißt, wir überspringen 3 Maschen. 1, 2, 3 und stechen in die 4., also in das letzte Stäbchen oben ein. Und machen eine feste Masche. Dann haben wir auf unseren 8 Stäbchen 2 kleine Bögen drauf. Jetzt kommt die Lücke und wir machen 4 Luftmaschen. Und wir überspringen die Lücke und gehen gleich in das erste Stäbchen nach der Lücke und machen dort die erste feste Masche rein. Dann macht ihr wieder 4 Luftmaschen. Und wir überspringen wieder 2 von den Stäbchen, 1, 2 und stechen dann in die 3. Masche ein und machen unsere feste Masche. Sind wir jetzt wieder in der Mitte von diesen 8 Stäbchen, dann macht ihr wieder 1, 2, 3, 4 Luftmaschen und geht wieder bei dem letzten Stäbchen rein, überspringt also 3 Maschen und macht dort hinein eine feste Masche. Dann kommt wieder die Lücke, 1, 2, 3, 4 Luftmaschen, wir überspringen die Lücke
und gehen in das erste Stäbchen oben rein und machen eine feste Masche. Also ihr merkt, das wiederholt sich alles. Dann wieder 4 Luftmaschen. 2 Stäbchen überspringen, in das danach einstechen, eine feste Masche machen, weil wir haben ja dann immer über dem ersten Stäbchen haben wir die feste Masche, dann haben wir über dem vierten Stäbchen die feste Masche und über dem achten Stäbchen eine feste Masche und dazwischen sind immer die 4 Luftmaschen als Bögen. Ganz wichtig ist, dass ihr auch bei der Lücke diese 4 Luftmaschen als Bogen habt, weil sonst kommt ihr nachher mit dem Muster nicht zusammen. 1, 2, 3, 4. Dann wieder in das letzte Stäbchen. Eine feste Masche. 1, 2, 3, 4. Über die Lücke in das erste Stäbchen nach der Lücke. Eine feste Masche. 1, 2, 3, 4. Wieder 2 Stäbchen überspringen. Und in das danach eine feste Masche, 1, 2, 3, 4, in das letzte Stäbchen eine feste Masche. Bei der Runde ist es ganz wichtig, dass ihr nichts falsch macht, weil auf die baut sich ja jetzt das Netzmuster auf mit den Bögen. Ihr müsst immer über diesen 8 Stäbchen 2 Bögen haben und über der Lücke immer einen. Und so geht die ganze Runde weiter, immer mit 4 Luftmaschen und in dem Schema, wie ich es gezeigt habe, immer erstmal, hier sind wir jetzt bei der Lücke, in das erste Stäbchen, dann 2 Stäbchen überspringen, in der Mitte kommt dann eine feste Masche, dann wieder 4 Luftmaschen und in das letzte Stäbchen, dann wieder die Lücke überspringen mit 4 Luftmaschen und festmachen bei dem ersten Stäbchen und so weiter. Also immer wiederholen dieses Schema. Und beim Ende zeige ich euch gleich, wie ihr diese Runde abschließen könnt. Am Ende habe ich jetzt aufgehört in der Mitte von meinen 8 Stäbchen. Da müsst ihr jetzt ganz sehr aufpassen, weil das ist eine Fehlerquelle hier. Ich habe diesen ersten Bogen über den ersten 4 gemacht, habe eine feste Masche gemacht in der Mitte, habe die 4 Luftmaschen nochmal gemacht. Dann geht ihr hier wieder in das letzte Stäbchen rein. Das ist dann jetzt kurz vor dem Ende. Wir haben dann nur noch unsere Lücke. Da macht ihr eure feste Masche rein. Und jetzt, das ist ganz wichtig, weil die Lücke bekommt noch einen Bogen. Nicht hier überspringen oder irgendwie, da fehlt euch nachher sonst ein ganzer Bogen und dann geht das nicht auf. Also ich habe über den 8 Stäbchen habe ich jetzt meine 2 Bögen und über dieser Lücke, diese letzte vor unserem Ende, muss noch ein Bogen gemacht werden. Und der wird jetzt aber anders gemacht, weil wir wollen am Ende in der Mitte von unserem Bogen landen. Deswegen macht ihr jetzt nach der festen Masche nur 2 Luftmaschen, sozusagen einen halben Bogen nur und jetzt einen Überschlag und wir machen ein Stäbchen und zwar in die Kettmasche, die wir am Anfang hier der vorherigen Runde gemacht haben, also genau unten am Fuß von unserem ersten Bogen in die Ecke rein und da macht ihr ein ganzes Stäbchen und dadurch befinden wir uns dann oben auf dem Berg von unserem Bogen, weil da wollen wir auch hin und so habt ihr dann bei dieser Lücke am Ende noch euren letzten Bogen. Wenn euch der fehlt, kriegt ihr das Muster nicht hin. Also passt gut auf. Die nächste Runde ist ganz einfach. Und zwar ist das jetzt unsere 10. Runde. Wir beginnen da, wo wir sind, mit 5 Luftmaschen. Und diese Runde ist total einfach. Und zwar gehen wir einfach in den nächsten Bogen rein und machen eine feste Masche. Und ab jetzt werden nur 4 Luftmaschen gemacht, weil am Anfang die 5 zählen halt für eine feste Masche und 4 Luftmaschen. Jetzt machen wir 4 Luftmaschen, 3, 4 und ihr geht einfach in den nächsten Bogen rein und macht wieder eine feste Masche und so weiter. 4 Luftmaschen, in den nächsten Bogen einfach unten drunter gehen und eine feste Masche. 1, 2, 3, 4 und unter den nächsten Bogen wieder eine feste Masche. Zieht auch diese feste Masche immer ein bisschen nach, das ist schöner, wenn das Ganze dann wirklich gut hält.
wenn ihr dann hier die feste Masche macht, die ist dann relativ locker. Ich ziehe dann immer hier so ein bisschen nach, damit das schön fest wird. Und so macht ihr jetzt einfach die ganze Runde weiter, immer die vier Luftmaschen und auf diesen Bogen dann oben die feste Masche, bis ihr am Ende angekommen seid, und dann zeige ich euch, wie wir diese Runde abschließen. Am Ende angekommen, wenn ihr eure zweite Runde mit den Bögen gemacht habt, wollen wir abschließen. Ich habe jetzt auf den letzten freien Bogen nochmal einen Bogen gesetzt und eine feste Masche gemacht. Und hier ist ja jetzt schon mein erster Bogen, also ich bin am Ende angekommen. Und wir machen jetzt wieder zum Abschließen nur zwei Luftmaschen und ein Stäbchen auf das Stäbchen der Vorrunde. Das heißt, wir haben ja hier ein Stäbchen gemacht. Das ist direkt bei unserem Bogen hier in der Ecke und in diesem Kopf von diesem Stäbchen, also direkt am Anfang vom ersten Bogen unten, geht ihr rein und macht ein Stäbchen. Da haben wir dann jetzt nochmal einen Bogen gebaut, und das Muster ist wie bei einem Netz immer so, dass immer auf zweien oben in der Mitte dann ein Bogen wieder folgt. Und da oben in die Mitte von dem Bogen wollen wir dann jetzt auch hin, und da beginnen wir gleich die nächste Runde. Die nächste Runde geht eigentlich fast genauso, nur dass wir mit 6 Luftmaschen beginnen. Ihr macht auch auf den nächsten Bogen wieder oder unter den halt eine feste Masche. Und ab jetzt nur noch 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Beim nächsten Bogen reingehen, eine feste Masche machen. Wieder 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen und bei dem nächsten Bogen unten runter gehen und eine feste Masche machen. Und 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Die ganze Runde so weitermachen. Immer 5 Luftmaschen und eine feste Masche auf den folgenden Bogen. Am Ende der Runde angekommen, habe ich wieder beim letzten freien Bogen einen Bogen draufgesetzt, und dann ist kein freier Bogen mehr da. Das hier ist unser erster, und wir wollen das wieder so abschließen wie bisher auch, und zwar 2 Luftmaschen, und dann machen wir wieder ein Stäbchen auf dieses Stäbchen der Vorrunde, also der davor. Und zwar hier, wo euer erster Bogen ist, genau da auf dem Kopf von diesem Stäbchen. Das hier war das Stäbchen, was wir gemacht hatten, um abzuschließen. Und da in den Kopf, also direkt, wo diese Luftmaschenkette anfängt, macht ihr euer Stäbchen zum Abschließen der Runde. Dann sind wir wieder genau oben drauf auf dem Bogen, wo wir hinwollen. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt kommt unser Wellenrand da dran. So sieht er aus. Und zwar geht er so. Wir machen genau da, wo wir sind, gleich los mit Stäbchen. Und zwar machen wir 5-mal ein Stäbchen und eine Luftmasche in den nächsten Bogen. Also ein Überschlag. Und nicht in den, wo wir drin sind, sondern erst in den nächsten freien Bogen macht ihr ein Stäbchen und eine Luftmasche. 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 Und nochmal ein Stäbchen und eine Luftmasche. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Das hier vorne nicht mitzählen, das ist der Bogen noch. Das war kein Stäbchen, sondern das hier erst. 1, 2, 3, 4, 5. Also wir haben 5-mal ein Stäbchen und eine Luftmasche. Und nochmal ein letztes Stäbchen, also das 6. in den gleichen Bogen. Aber diesmal ohne Luftmasche. Und dann geht ihr in den nächsten freien Bogen rein und macht eine feste Masche. So, und das wiederholt sich jetzt die ganze Zeit. Achtet nur darauf, dass wenn ihr nachzählt, dass ihr hier eure 6 Stäbchen habt.
dass ihr das hier und das hier nicht mitzählt. Das sind die Bögen. Das hier da vorne, das ist ein Bogen. Erst das danach ist unser Stäbchen. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Wieder einen Überschlag machen und fünfmal ein Stäbchen und eine Luftmasche in den nächsten Bogen. Eins und eine Luftmasche. Zwei und eine Luftmasche. Drei und eine Luftmasche. Vier und eine Luftmasche. Und das fünfte Stäbchen. Und dann machen wir noch ein Stäbchen in den gleichen Bogen. Das ist das sechste. Jetzt habe ich davor natürlich die Luftmasche nicht gemacht. Also fünfmal ein Stäbchen und eine Luftmasche. So. Und dann ein einzelnes Stäbchen noch. Das ist das sechste. So dass ihr dann insgesamt sechs Stäbchen habt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann in den nächsten freien Bogen einstechen und eine feste Masche machen. Und das wiederholt ihr einfach die ganze Runde. Immer wieder in den nächsten Bogen dann fünfmal ein Stäbchen und eine Luftmasche. Wenn ihr dann am Ende angekommen seid, ich bin jetzt hier so weit, dass ich noch einen freien Bogen habe. Ich habe gerade die feste Masche gemacht, also kommt noch einmal ein Bogen mit den Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier. Natürlich auch wieder die Luftmaschen dazwischen und das letzte, das sechste Stäbchen. Und dann müssten wir ja in den nächsten Bogen unsere feste Masche machen und diesmal machen wir die feste Masche auch in den nächsten Bogen, das ist ja der hier, aber direkt hier auf das Stäbchen, das wir vorher gemacht haben, um die Runde abzuschließen, also hier oben drauf, da wo dieses halbe, wo dieser Bogen war, den wir mit dem Stäbchen beendet haben. Also direkt hier in die erste Ecke eine Kettmasche. Und ihr könnt den Faden hier jetzt lockern und euch ein kleines Stück dran lassen, damit es bequemer ist zum Vernähen. Dann ziehe ich mir den hier durch und wir vernähen das Ganze auf der Rückseite. Und zwar gehe ich dazu einfach in der Rückseite zwischen diesen Maschen von den Bögen hin und her. Das macht ihr dann auch in der Mitte von dem Deckchen mit dem Anfangsfaden. Nochmal in die entgegengesetzte Richtung. Und dann ein letztes Mal in die andere Richtung. Dann schneidet ihr das hier ab. Vorsichtig und euer Deckchen ist fertig. Ihr könnt das, wenn ihr möchtet, jetzt auch noch spannen, obwohl das mit dem Garn, was ich gemacht habe, eigentlich gar nicht nötig wäre, weil man sich das so schon sehr schön in Form ziehen kann und es bleibt so. Wenn ihr zum Beispiel ein Bobble genommen habt oder so, ist es meistens ratsam, das doch noch zu spannen. Dafür könnt ihr das einfach ein bisschen feucht machen, ansprühen. Ihr könnt auch Sprühstärke nehmen und das dann ganz leicht mit einem abgedeckten Tuch noch drüber bügeln, damit das dann so in Form bleibt. Ansonsten finde ich es aber so auch schon wunderschön. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Anleitung und bekommt das Deckchen gut hin. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Ihr findet bei der Kanalinfo meine ganzen Links zu Instagram und so weiter. Und wenn ihr möchtet, schreibt mir einen Kommentar, wie ihr die Anleitung findet. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich meinen Kanal auch kostenlos abonnieren, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und wenn euch die Anleitung gefallen hat und ihr möchtet weiterhin solche Anleitungen zum Beispiel für Zierdeckchen haben, dann gebt mir doch einen Daumen hoch und ich wünsche euch viel Freude beim Nachhäkeln. Bis zum nächsten Video.